Gut, der Argon Gun ist komplett crazy. Okay, sure. Argon Game. Ist er, wenn das gewinnt, Rank 1? Oder was passiert, wenn das gewinnt? Weil es sieht sehr rough aus, aber sieht auch sehr winnable aus. Das Game ist auf jeden Fall per, über Drakes und so immer noch winnable. Jace ist der Turbo-Pferd, ne? Ist der Yasuo-Spiel noch immer nicht aufgewacht? Oh ja, er braucht noch einen Win. Irgendwie ein bisschen auch einfach keiner Alpha, aber auch glaube ich keiner Scheiße, wenn er es direkt schafft, Rank 1 zu werden. Ja, das Spiel ist immer noch nicht aufgewacht, der ist ja 10 Stunden nicht aktiv. Also die Hälfte von Arguments Games, aber das ist halt eine Grind-Maschine. Also das ist halt richtiger Hardcore-Flex, wie krass er ist. Wenn er jetzt direkt Rank 1 wird, innerhalb von 10 Tagen, aber ich glaube, dann, was ist dann danach sein Ziel? Dann hat er das schon geschafft. Klickt er dann direkt zurück oder was? Er schafft es halt auf jeden Fall. Er ist so fucking gut in Solo-Queue. Und er grindet halt insane. Also er wird auf jeden Fall Rank 1 schaffen. Ob in 10 oder in 20 Tagen, ist dann glaube ich auch wahrscheinlich egal. Ob Europa, West, Nordic, East oder Korea, der Mann ist der Solo-Queue-König. Der Mann ist der Solo-Queue-König. Yeah, I go Nash, I go Dragon. Yeah. Er würde eine vierstellige Zahl haben. Ah, okay, also, zwei, also 1000 RP oder wie. Schafft er auch safe. So, ist einfach, er muss halt nur grinden, so. Also, schafft er safe. Eine Frage der Zeit-Challenge. Der Jace ist aber richtig OP. Jace ist doch generell so ein starker Champion aktuell. Nash plus... Boah, das wäre so bitter, wenn er das jetzt deswegen nicht gewinnt. Aber sie Hextech Soul bekommen. Nice, schöner Catch. Stun Hextech Soul, Stun plus, Blitzman, guck. Seele und Seele gegen Nash. Das ist schon Banger Rank 1 Game. By the way, I think if we get the Nash, the first one, it's just like very easy. Er ist ein englischer Streamer, weil alle ihn zugucken, während er, ne? Er wurde gerade von Dante und so zuschauen, spectated. 14.000 Viewer, Bruder. Let's go, Argurin. Gönn ich den Bro extrem. Er ist so ein Talent in der Solo-Queue und macht einfach immer wieder 1v9 in so vielen Games. Schon halt, glaube ich, also ist halt auch ein Jungler, den du kennen musst, damit er angenehmer Jungler ist als Teammate in Solo-Queue. Wird deswegen auch von einigen geflamed, ne? Mit Fullclear, bla 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 bla. Aber wenn ich auf den Playstyle halt einlässt, ist halt super, super stark. Muss ja ein bisschen auf einlassen können. Ja, guck mal, die Rell ist hier Flame Horizon worden. Der Argon hat 100 CS mehr. Der hat viel mehr gefarmt als die Rell. Ja, da wird Rell ein bisschen gegankt, aber der hat keine Drachen bekommen. Ah, muss man auch sehen. Muss sich halt ein bisschen auf einlassen. Und dann holt er die Rank 1. Ist halt kein richtiger Jungler, ja? Ist kein richtiger Jungler, lol. Er hat eine geile Strategie, um Solo zu dominieren. Klar, in der aktuellen Competitive Meta wird es überhaupt nicht stark. So zu jungeln oder sowas, aber ist halt nicht so, ist halt nicht competitive, ne? Und Argon ist halt einfach, der Mann, in dem, wo er sich sein Ziel setzt, ist halt einfach sehr committed und sehr fokussiert drauf. Ja, dann Tunnelvision er auf sein Ziel und bis er es erreicht hat. Und dann perfektioniert er sein Playstyle genau, genau das Umfeld, in dem er drin ist. Macht er sehr, sehr gut. Sehr erfolgreich. Weißt du, ob er es jetzt schafft, Rank 1 zu werden, oder ob er es nächste Woche schafft, basically. Aber Ciri ist godlike und der Champion Scaled insane. Ah, ist ein Banger Game. Flash Kante, Pathmaker, okay. Ezreal, der schüttet ein Arguin hier. He dead. Er hat es angemisst, aber spielt keine Rolle. Dein Damage ist trotzdem wanted. Das might be Game. Okay, dass der Jace ihn da nicht killt, ist so klatsch. Get him. Ja, der Jace ist OP. Der Kessler, der killt ihn nicht so einfach. Muss ihn zweimal töten. It's GG. Ist nicht GG. Er sagt, es ist GG, aber es ist nicht GG. Auch wenn der jetzt stirbt, ist nicht GG. Jetzt ist maybe GG, wenn der Renner noch stirbt. Nice! Er ist noch nicht ganz sein, wenn Rumble die Wave ultet,
Let's go! 12 Sekunden. Obwohl Jax kann auf die Wave TP'en. Ah, schon heftig. Aber mit dem letzten Fight auch gegen den Jace war halt so geil. Und raufgeflasht ein HP. Ja, wenn Rumble auf die Wave TP'et, wenn Dingens auf die Wave TP'et, kann Rumble nicht ulten. Jetzt kommt die Rumble ult, da kommt der DP, genau. Ja, ist over. Ist over. Der TP saved das Game. Rank 1. Nach 10 Tagen, let's go, Mann. Let's go! Das ist schon sehr geil. Das ist schon sehr, 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 sehr geil. Worldplay an ihn, Mann. Holy fuck. Nice, dann wollen wir unseren Chat öffnen. Er muss ja gerade Spam. Did you fucking enjoy the show? I was here as well. Geh mal rübergehen und lieber da lassen bei dem Bro-Chat. Geh mal lieber da lassen bei dem Bro. Muss er die Ladder aktualisieren. Ja, Rank 1, Guys, auf der Ladder. Der erste Dude ist immer noch AFK, der schläft noch. Der wird aufwachen und sich denken, Bruder, what the fuck? What the fuck? Angrin damit jetzt mit über ein bisschen mehr als 200 Games Rank 1 geschafft. Der hat ja insane gegrindet. Kein anderer Spieler in Top 10 hat ansatzweise so viele Games wie er. So eine dedicated Arbeitsmaschine. Und da ist der Rank 1. Das ist schon sehr geil. Glückwunsch, Mann. Fucking well played. Respekt, Mann. Aber es hat, jetzt hat er kein Ziel mehr, no? Er hat es jetzt innerhalb von 10 Tagen geschafft. Hat der Server oder 12 Tagen, der Server ist halt gerade geresettet, die Season und so. Heißt, er hat einfach durchgegrindet. And he did it. I mean, was ist jetzt der nächste Schritt? Was ist jetzt das Ziel? Zurückfliegen? Erstmal natürlich sich feiern, na klar. Rank 1, Screenshot auf Twitter posten und so. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. GG. GG to chat. Er ist auch Korean Barbecue, true. Ja, true. Es war jetzt Korean Barbecue gönnen gehen. Nice, er fällt an ihn. Ein Dutzend Tage für Rank 1. Mocha. Zurückfliegen und Europa Top 1 holen. Wenn Europa so grindet zum Season Start, würde er safe auch sofort Rank 1 werden, klar. Danke, guys. Er spielt jetzt so viele Games. Und er ist so ein guter Jungler. Wenn du halt Quantität mit Qualität kombinierst, Bruder, dann wird geclimbed. So much support. Er ist ja basically auch ein englischer Streamer jetzt geworden, ne? So much hype. Weil seine Videos jetzt alle englischsprachig sind. Yeah. Von den anderen Streamern. Aber ich glaube, er ist damit der erste Nicht-Asiate, der in Korea Rank 1 geworden ist, ne? Ein paar Chinesen waren auch schon mal Rank 1. Aber ich meine noch kein Europäer. I want to say something. This is not the end. Das ist nicht das Ende? Ich meine, was willst du jetzt noch machen? This is the start. 1000 RP ist langweilig, hä? 850 RP is nothing. Ja. We need 1.5k. Ja, Bruder. The end goal is 1.5k. Yes, this was very important for me. Ja, er muss halt einfach nur noch mehr grinden dafür, ne? Aber auch ein gutes Ziel zu haben, damit du den Stream noch halten kannst, klar. Aber das schafft er easy. Er ist so eine Maschine, er muss so viele. Und er spielt ja auch viele Games. Er hat viel mehr als alle anderen. Er obviously schafft da 1500 RP. Yeah. Nicht 1500, aber 1200, 300? There's still more. Im Laufe der Season ist er so elo inflated, yeah. Aber ist nicht in Korea nicht ganz so krass wie in Europa. Yeah, Rank 1 obviously cooler everyone. Als irgendeine LP-Anzahl. Rank 1 ist ein ganz anderes Statement. Fuck all the Pro-Players who say I'm a bad jungler, because I don't gang little 3 bots. Fuck them. Nur die Pro-Player sagen halt, dass er ein Bad Jungler ist, weil sie einen ganz anderen Playstyle in Solo-Queue erfordert als ein Competitive, just ne? Just look. Just watch me. Just look at my success. Ja, was ist ein Solo-Queue? Jetzt, dann muss ich auch mal ganz kurz die Pro-Player in Schutz nehmen. Ich find's fucking cringe, wenn Dantes oder so Algorin flamed. Die hat irgendwie so eine Rivalität, weil Dantes auch nur Solo-Queue-Spieler ist, der einfach nur reingrindet oder so. Aber Algorin ist so fucking viel besser als der Typ. Er ist so insane in Solo-Queue und grindet so durch. Aber ich kann verstehen, wenn jetzt ein 369 sagt, er spielt nicht gerne mit Algorin zusammen, weil es einfach, das ist halt ein Playstyle, der nicht ein Competitive-Vibe ist. Oder, was heißt nicht Weibel? Weibel schon, aber nicht stark. Jungle ist ja ein Competitive, gerade eine Dog-Rolle, so mit so Maokai, Ivan und Sejan und so ein Scheiß. Trundle. Deswegen, das verstehe ich schon, warum die da sauer sind, aber wenn fucking Dantes oder sowas schreibt, einfach so dumm. So fucking dumm. Obviously, es ist ein sehr erfolgreicher und sehr starker Playstar und nicht jeder kann das so spielen. Argun hat das so perfektioniert und ist extrem gut darin. Fette Props an den Bro, gehen raus. Dann ist Low Master und Hardstar, ganz genau. Ganz genau, dann ist Low Hardstar und Master.
Und Arwen kann halt sowas abliefern in der Einzelwarteschlange. Dass die Pro-Player damit nicht glücklich sind, verstehe ich schon. Weil, ich meine, die spielen halt ganz andere Turniere, ganz andere Meta, ganz anderes Game. Ist halt Solo-Queue Competitive nicht zu vergleichen, of course. Die spielen auch kaum noch Solo-Queue, viele Pros. Aber, ja. Wenn irgend so ein random Streamer aus und ey, was dagegen sagt, ist halt einfach dumm. So ein Hekarimon-Trick, einfach dumm. Einfach dumm. Einfach sehr dumm. Da muss auch mal Argon Respekt zollen, dieser Dantes-Typ. Da muss auch mal Dantes Respekt zollen. Andersrum. Da muss Dantes Argon Respekt zollen, so rum. Jetzt bist du mit Rank 1 in Europa Top. Nein, Leute, ich habe nicht mal ein Zehntel von Algorithms Games gespielt. Wir werden hier nicht grinden. Wir werden auch nicht für Solo spielen in diesem Stream. Das wird es hier nicht geben. Das werde ich nicht in meinem Leben nicht normal machen. I think. Wir haben in League alles erreicht, was wir erreichen wollten. Alles geschafft. Viele, viele Erfolge zu verbuchen. Rank 10 in Solo, Top 10 in Solo Queue in Season 7. Viel, viel Prime League Erfolge, U-Master etc. LEC, Tryouts, bla bla bla. Ich werde nie Solo Queue grinden in meinem Leben nochmal. Wenn ihr mich jemals 20 Games am Tag spielen seht, nochmal wie früher, dann könnt ihr mir gleich in den Arsch treten. Mein Rekord waren 23 Games an einem Tag, wird es nie wieder geben. It's not happening. Freddy geht jetzt auf Rank 1, ja, weiß ich jetzt nicht. Ob Freddy das als Ziel sich setzen sollte. Ich glaube, Freddy ist ja auch mit in meinem Boot. Oh, der hat auch, Bruder, Freddy hat auch schon 170 Games. PB Grinding. Er hat 170 Games. Oh, I didn't know. Ich dachte, Freddy wird auch ein bisschen mehr chillen. Ich sehe immer so Instagram-Stories, wo er irgendwie ins Gym geht und so. Voll cool. Das wusste ich nicht mal, dass er so viele Games hat. Aber sein Game ist ja auch ein Banger. 17, 14. Gute CS-Welt, steht aber 1,5. Nicht so gut dabei. Aber Victor Skate, insane. Und Freddy ist ein sehr guter Victor in Teamfights. Aber jetzt wird er angeflasht. Uiuiui, Level 15 Cannon gegen Level 13 Victor. Null Damage. Und generell hat Mages in Solo-Queue so bad. Mage ist auch competitive, einfach so bad. Ist einfach auch nicht gut für Freddy. Unser Champion-Pool, die Meta. Meta sagt generell für Solo-Laner. Aber vor allem für Mage-Spieler Mitte. Wenn du dich Midlane Jace Tristana spamst, trollst du. Aber wenn es halt nicht deine Champions sind, sind halt nicht deine Champions. Was soll man sagen? Warum ist Lied jetzt ausgegangen? What the fuck? Lindsay, ach deswegen. Meine Box ist ausgegangen, nicht das Lied. Bam, 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 ba, da, 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 da. Ja, fetten Respekt an Arguin. Der Mann nimmt sich ein Ziel vor und setzt das um und grindet um sein Leben. Und wenn jetzt das Ziel erreicht, was machst du jetzt? Jetzt fällst du in so ein Loch rein. Das ist schon scheiße irgendwie, aber irgendwie auch geil, weiß nicht. Ist so ein bisschen von beidem. Ja, lass mich mal reinliken in den Twitch-Chat. Auch mal den Bro supporten in Korea. Hat er sich verdient. Ja, das ist auch ein sehr truer Tweet von Felix. Rank 1, Sleep in Korea. Nice. So, auch mal aktualisieren und reinliken in den Tweet. Hallo, Arguin? Er hat doch gerade getweetet. Wo ist der Tweet? Absolutes Monster. Letztendlich haben wir auch einfach live einen Banger, ne? War richtig close. Und der Flash von Elise gegen Jace. Einfach Hardcore-Respekt. Auch mal reinliken, Chat. Ich habe gerade euch gespammt, den Tweet von Arguin. Auch mal gerne reinliken bei dem Bro. Das ist schon sehr heftig. Das ist schon sehr, sehr heftig. Das ist schon sehr heftig. Ja, natürlich, die Hater werden sagen, und ich bin auch einer der Hater, weil ich Solo-Queue hasse, muss man auch fairerweise erwähnen, Early Season, bla bla bla. Aber nein, das umzusetzen in so kurzer Zeit von nur 12 Tagen und so zu grinden, so eine Dedication zu haben, das habe ich lange nicht mehr. Also das könnte ich niemals. Woher Peter Nagrin, richtig, richtig Respekt. Mit deinem Yami, vielen Dank für deinen Sub, willkommen. Danke dir. Danke für die Likes, Chat. Jetzt kann Arguin noch, er wird jetzt noch ein bisschen Party machen, dann muss er halt offline gehen danach, ne? Das ist auch das Scarab-Ding? Ja, ja, das ist das Scarab-Ding. Das ist auch ein Banger-Song, though. Bam, bam.